Und heute, gerade heute, hat es auf einmal angefangen zu explodieren mit einem Video, was gerade so die Runde macht im Internet. Diese Videos sollten eine Stimme bekommen. Leute, Habibis, Dankeschön fürs Einschalten. Normalerweise sollte heute ein Video kommen von der Gegenseite. Dazu kommen wir aber noch mit einem anderen, also besser gesagt mit einem anderen Video. Das Video ist schon abgedreht mit der anderen Seite, mit der Gegenseite, was ich euch ja gestern auf Instagram alles erzählt hatte. Für die, die neu dazukommen, ihr wisst nicht, was alles abgeht seit gestern. Mir wurde gestern ein Video zugeschickt, wo ein kleines Mädchen, 14, 15 Jahre alt, von drei weiteren Mädels zusammengeschlagen wurde. Und was natürlich richtig die Welle gemacht hat im Internet. Dazu komme ich natürlich nochmal mit einem anderen Video. Ich bin völlig geschockt, also tut mir leid, wenn ich irgendwelche Hänger jetzt habe in diesem Video, weil der ganze Stress, das ist sogar zu viel für mich, was so passiert. Ich wollte, das ist so eine Sache, wo ich einfach gar nicht wegsehen wollte, ja, wo ich auch niemals weggucken würde, obwohl ich auch mal einen kurzen Moment dachte wegen diesem ganzen Stress, ey, lass ich es einfach. Aber nein, das, was ich da gesehen habe, oder besser gesagt auch, was diese ganzen Menschen auch dasselbe gesehen haben wie ich, haben, denke ich, alle das Gleiche gefühlt. Klar gibt es die Leute, die sich irgendwie rausreden wollen und was weiß ich was. Im Endeffekt, wir leben hier in Deutschland, hier gibt es das Gesetz. Okay, das Gesetz macht irgendwie auch nicht so viel. Ja, es sind im Endeffekt junge Leute, die irgendwelche Sozialstunden bekommen und dann ist die Sache damit auch gegessen und ein, zwei Monate später ziehen die dieselbe Scheiße bei irgendjemand anderem ab. Ich habe gestern, wie gesagt, auf das kleine Mädchen reagiert, die ungerecht, sehr, sehr ungerecht behandelt wurde. Ich kann euch eine Sache sagen. Natürlich gab es auch unter dem ganzen Menschen, die das auch noch irgendwie versucht haben zu kritisieren, was ich mache. Also, ich kann euch eine Sache sagen. Wer so etwas kritisiert, dass ich so etwas mit meiner Reichweite unterstütze, wie falsch, wie kaputt im Kopf muss diese Person sein, dass man versucht, so etwas zu kritisieren. Ich sag mal so, 98% der Menschen sind alle dafür, was ich mache, und 2% sind dagegen. Keine Ahnung. Also, ich kann euch nur eine Sache sagen. Für mich sieht es so aus, als ob ein neues Content kommt, womit ich meine Reichweite für etwas Gutes bezwecken kann, indem ich wirklich solchen jungen Leuten helfe. Auch wenn jetzt manche sagen, hey, du hast doch Tinder-Videos gemacht und dies und das. Aber das ist ja gerade nicht die Rede. Ich möchte euch nur sagen, ich habe nach diesem Video, was ich gestern gemacht habe, ich habe meine Reichweite dafür genutzt, um an die Öffentlichkeit damit zu gehen, weil diese Menschen bekommen einfach keine Stimme dafür. Und die anderen Menschen, also diese ganzen Täter, denken sich, ha, die haben eh keine Stimme für sowas. Was soll denn passieren, wenn ich eine Anzeige bekomme? Höchstens Sozialstunden oder eine Strafe. Und das an die Öffentlichkeit zu bringen, ist hundertmal schlimmer, finde ich, als eine Anzeige. Weil, wenn ich das jetzt ausspreche, höre ich mich vielleicht an wie irgendein Hosenscheiße oder so. Aber ich kann euch wirklich von Herzen sagen, Gewalt ist keine Lösung und jeder bekommt das, was er verdient, irgendwann zurück. Die gerechte Strafe werden sie von Gott schon bekommen. Im Endeffekt weiß ich, wie viele Menschen mir zuschauen, wie viele stabile Menschen mir zuschauen. Unter anderem Jungs, Mädels, ja. Da sind sehr, sehr stabile Menschen mit dabei. Und ich weiß, dass die alle genau denselben Gedanken haben wie ich, so etwas zu verhindern, dass das in Zukunft nicht mehr passiert. Ich kann euch sagen, nachdem ich das Video veröffentlicht habe, habe ich tausende von Nachrichten bekommen. Und wenn ich sage tausende, dann waren das wirklich über tausende Nachrichten. Ich habe von ganz vielen jugendlichen Menschen Nachrichten, Videos zugeschickt bekommen, worauf ich reagiert habe. Sehr vielen Jugendlichen noch passiert. Ich bin wirklich geschockt, gerührt, sauer. Und heute, gerade heute, hat es auf einmal angefangen zu explodieren mit einem Video, was gerade so die Runde macht im Internet, wo ein Mädchen oder besser gesagt zwei Mädels diesmal von mehreren alles Mögliche werden. Von nicht nur Mädels, sondern irgendwelche halbstarke Affen, die einen auf Rambo machen. Und dieses Video ziehen wir uns jetzt gemeinsam rein. Ich kann euch sagen, ich werde euch immer so Stück für Stück begleiten und uns das Video zusammen anschauen. Aber ich rate euch jetzt schon ab. Ich weiß nicht, wie viele von euch das Video gesehen haben. Ihr werdet es jetzt von mir zensiert bekommen.
Aber wenn ihr das Video unzensiert sehen solltet, kann ich euch nur sagen, ist nichts für schwache Nerven, weil das, was ich da gesehen habe, fühle ich mich einfach verpflichtet, mich hier hinzusetzen und dagegen ein Video zu machen. Wenn ich bei so einer Sache wegschaue, dann würde ich niemals mit meinem Gewissen klarkommen, dass ich meine Reichweite nicht dafür nutze und ein Video dagegen mache. Natürlich wird es jetzt den einen oder anderen geben, ha, du nimmst jetzt die Klicks mit und was weiß ich auf Jugendlichen ihren Nacken. Okay, lass mal die Klicks sein. Ich würde sogar von den Klicks, was ich mache, das Geld, was ich von dir da reinbekomme, würde ich mit diesen Opfern zusammen etwas Schönes unternehmen. Also an alle, die so etwas abbekommen haben, ich habe zu der einen oder anderen Kontakt, meldet euch gerne bei mir und dann machen wir was Schönes daraus. Wirklich, mein Herz blutet, das, was ich gesehen habe. Ich saß gestern hier, war sehr sauer. Und das, was ich heute gesehen habe, einer der schlimmsten Videos, die ich bis jetzt bekommen habe. Wir schauen uns das Video jetzt gemeinsam an. Ich werde das Stück für Stück stoppen und immer was dazu sagen. Also, let's go. Und zu der anderen Sache mit der Gegenseite, dazu komme ich mit einem anderen Video. Komm alle. So, da fängt es schon an. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, ich habe einige Informationen bekommen, was dieses Video angeht. Und zwar geht es einfach darum, dass diese Jungs hier, diese halbstarken Affen, irgendwelche Schulden bei irgendwelchen Leuten haben, das von den Mädels haben wollen, dass diese Mädels nach Hause zu ihren Eltern gehen, ihre Eltern beklauen oder Geld von denen nehmen und es den Jungs bringen. Und die Jungs, fühle mich sogar gerade blöd, die Jungs zu nennen, ja. Ich gebe denen mal einen Namen, wir nennen sie Dullis. Dass diese Dullis ihre Schulden abbezahlen können, erpressen die und schlagen vor diese Mädels in diesem Video. Könnt ihr das sehen? Mein Herz blutet, wenn ich das sehe. Ich wünschte, ich wäre irgendwo da in der Ecke, hinten im Busch. Ich wäre so gerne da gewesen, Leute. Zufall. Und hätte ich das mitgesehen, oh mein Gott. Ich glaube, jeder würde dasselbe machen, was ich gerade denke. Ich frage mich, das Mädchen weint, okay? Sie weint da hilflos. Und dann stehen da andere Mädels, die das auch noch unterstützen. Mach mal deine Arme hoch, damit wir gezielt gucken können, worauf wir draufschlagen. Also die benutzen hier das Mädchen einfach als einen Sandsack. Ich frage mich, wie solche Menschen, wenn sie solchen Mädels in die Augen schauen, das Mädchen guckt dir in die Augen und sie weint, okay? Sie zittert, sie hat Angst und du nicht aufhörst. Und dann kommt dieser andere Dulli jetzt und ascht einfach Zigarette auf ihr Kopf und sagt, heute brauchen wir keinen Aschenbecher. Leute, ich komme mir vor wie in einem schlechten Film oder so. Das ist wirklich gerade ein Zeichen für einen Weltuntergang. Und ich habe von diesen Videos einige Videos noch zugeschickt bekommen, wo andere Jugendliche auch noch davon betroffen sind. Ich kann das nicht glauben, Digga. Nein. Ich hab mein Handy. Wir warten. Wenn die so nach Hause geht, kommt die mit nix. Film mal. Mach deine Hand weg. Ey, Digga, hör. Verschmier's. Auch die Arme geht kaputt. Dieser Halbaffe Dulli da oben, als ob das nicht mit der Asche gereicht hat auf ihr Kopf, schlägt er noch ein Ei oben auf, was an ihrem Kopf runterläuft. Ey, mir geht's gar nicht gut mit dieser Sache, ne? Also ich bin wirklich auf 180. Ich kann meine Gefühle gerade, also ich versuche meine Emotionen zurückzuhalten. Ansonsten würde ich hier ganz anders reden. Aber wie gesagt, ich habe tausende von Nachrichten bekommen, dass ich unbedingt mich dazu äußern soll, zu dieser Sache. Und ich will euch auch eine Sache sagen, wenn ihr Opfer an solchen Sachen seid, habt keine Angst davor. Ich weiß, wie viele Mädels unterdrückt werden und sich dazu nicht äußern wollen. Ich wollte dieses Mädchen, was da gerade das alles abbekommt, sie irgendwie erreichen, mit ihr telefonieren, hier in diesem Video und dass sie sich zu der ganzen Sache äußert. Aber ich habe von vielen Quellen bekommen, dass dieses Mädchen Angst hat, weil sie bedroht wird von diesen Leuten. Okay, diese Leute haben anscheinend, sollen die nichts zu verlieren haben. Die sollen aus München kommen. Meine Sache ist einfach nur, meine Intention dahinter ist, diese Videos sollten eine Stimme bekommen, weil einfach diese jungen Mädels Opfer von solchen Dullis. Digga, ich habe einfach einen Hänger, tut mir leid. Ich will gar nicht wissen, was eure Umgebung über dieses Video von euch denkt, ob überhaupt eure Umgebung, ob ihr... Ihr habt bestimmt auch stabile Jungs neben euch, die vielleicht davon nichts wissen. Und die haben so Spaß, nehmen das auf, als wäre das sonst irgendwas. Ich komme nicht mehr klar, Digga. Mach einfach. Ne, mach einfach. Eine.
dachte ich. Ich versuche nicht zu beleidigen, okay? Ich habe genug beleidigt, als ich mir das Video privat angeschaut habe. Dieser Dulli, also der Dulli, der aufnimmt, sagt, fang an, mach aber nicht zu fest, damit du ihr nicht was kaputt machst. Dann tritt er ihr zweimal und dann sagt er, hä, ich dachte, du gibst sie aber nicht. Ja, ich weiß ganz genau, wie ihr gerade das Video euch anguckt, wie es euch geht. Ich kann 1:1 das fühlen, was ihr gerade fühlt, weil das habe ich auch gefühlt, als ich mir das Video gegeben habe. Außersehen Ballastory. Dankeschön. Ja, noch eine Bombe, noch eine Bombe. Noch eine! Mit links! Mit links! Gar nicht dich! Wir sind in Deutschland. Das sind Ausländer, gehe ich aus. Also ich gehe davon aus, dass das irgendwelche Ausländer sind. Was ist in denen ihr Kopf falsch gelaufen? Wo bleibt denen ihre Erziehung? Wo ist es geblieben, Digga? Ich meine, wie kann man einem kleinen Mädchen sowas antun? Und das ist nicht nur die einzige, ne? Da gibt's noch eine, was ich im Nachhinein auch noch geschickt bekommen habe, die genau dasselbe abbekommt wie die erste hier. Da gibt's noch eine zweite, also zu dem Zeitpunkt, die dann noch, also dasselbe abbekommt wie sie. Das sind Jungs. Da ist nicht mal einer, der eingreift und sagt, ey Jungs, was macht ihr hier? Oder irgendein Mädchen. Oder die haben auch noch Spaß dran, die sprechen sich ab, wer wohin schlägt, wo drauf schlägt. Und cool, Alter. Also ich kann nicht hier einen auf machen, der ganz normal redet. Wallah, ich handle gleich aus Emotionen, dann werde ich ganz andere Sachen aus mir rauslassen. Weil das, was ich hier sehe, das, was ihr mit mir seht, das ist doch nicht mehr normal. Wie viel Geld hast du zu Hause? Sagt ein Huni und mehr. Wie viel Geld hast du zu Hause? Dann sagt der andere, ein Huni und zu Hause hat sie mehr. Oh Mann, Digga. Wegen Jungs, ja, das geht an euch, ihr Dullis. Wegen 100 Euro, 50 Euro, sei, also was es auch immer sein soll, wie viel. Wegen paar hundert Euro habt ihr verloren für die Zukunft. Wegen paar hundert Euro habt ihr verloren, Digga. Ich glaube, in eurer Haut möchte keiner stecken. Ich habe auch durch vielen Quellen mitbekommen, dass irgendeiner von denen oder das Paar von denen irgendwie sogar draußen schlafen. Ich bin sicher, dass mich das anliegt. Geh hoch und ach wieder. Warte, das mache ich diesmal. Wir drehen hier gerade den. Jetzt kommt die schlimmste Szene, also einer der schlimmsten Szenen. Ich glaube, dass irgendeiner vorbeigelaufen ist und irgendwie gecheckt hat, was diese Leute da machen. Und dann schreit der eine, wir drehen gerade ein. Jetzt achtet mal drauf, fängt er an, das Mädchen zu umarmen und sie zu kuscheln, damit es so aussieht an diejenigen, die da vorbeilaufen, wer auch immer, dass das nicht so aussieht, dass er sie schlägt oder dass sie da, dass die alle sie da vorbeilaufen, besser gesagt. Habt ihr das gerade gehört? Weißt du, wie alt wir alle sind? Weißt du, wie alt die alle sind? Also die sind um einiges älter als du und wir haben auch mehr Kraft als du. Allein an diesem Ausdruck merkt man schon, was das eigentlich für ein geisteskranker Typ ist, ja, dass er überhaupt das, was ihr gemacht habt, ihr habt Welten, habt ihr Grenzen überschritten. Und ich bin mir sicher, dass wenn man euch anzeigen würde, würdet ihr das paar Monate später wieder machen. Ich nicht. Aber guckt euch das mal an. Der von oben also benutzt das Mädchen als Aschenbecher die ganze Zeit und der kommt mit seinem Handschuh und reibt es auf ihr Kopf. Normalerweise muss man diese Jungs nehmen. Das ist jetzt nur meine Meinung, ja? Weil ich sauer bin. Aber ist ja verständlich, oder? Die Aussage. Wie viel kannst du schau mal nehmen? Ich weiß, die haben also ich kann. Dann nimm so viel, wie du kannst mit. Am besten alles. Schau mal. Was hast du aus den Haken gelernt? Was hast du aus dem Tritten gelernt? Wie alt bist du? 12. Oh mein Gott. 12 Jahre alt. Sie ist 12. Ich habe keine Kinder. Aber stellt euch mal vor, ich will gar nicht wissen, wenn ich mich jetzt gerade so fühle und mein Herz blutet, will ich gar nicht wissen, wie sich irgendwelche Eltern sich fühlen, wenn sie das Video angucken, die in dem Alter Kinder haben. Also ich werde jetzt auf jeden Fall in Zukunft mich damit beschäftigen, meine Zeit da rein investieren, dass ich was aus so Sachen machen werde und dagegen vorgehen werde. Ihr seid nicht alleine, ihr habt meine Stimme dafür
Und außer mir habt ihr noch 1000 andere Leute, die bekannt sind, bin ich mir sicher, auch auf TikTok, auf jede Plattform, die dafür ihre Reichweite nutzen werden, um euch zu helfen. An die ganzen Mädels, an die ganzen Opfer, die sich irgendwie nicht trauen wegen den Jungs oder sonst irgendwas, weil ihr Angst habt. Ich kann euch nur einen Rat geben, habt keine Angst. Schreibt mich gerne an, auch wenn ihr mich privat anschreibt. Ich werde damit nicht an die Öffentlichkeit gehen, bis ich eure Bestätigung habe. Oder besser gesagt mit eurem Einverständnis. Ihr könnt auch privat mit mir schreiben. Aber ich werde auf jeden Fall euch helfen, weil das so ein Verhalten. Ich sitze hier und gehe 100% auf diese Sache zu. Das ist das Gottloseste, was ich je bis jetzt in dieser Öffentlichkeit meine Karriere gesehen habe. Und das hat einiges so in mir kaputt gemacht, was ich gesehen habe. Und ich kann euch sagen, ich werde ab jetzt meine Reichweite dafür nutzen, um etwas Gutes zu bezwecken. Das war für mich, glaube ich, so ein Zeichen, dass ich einiges ändern soll. Und wie gesagt, also ihr seid nicht alleine. Ich habe noch einige Videos zugeschickt bekommen, einige Informationen, einige Geschichten, was diese ganzen Sachen angehen, wo viele wirklich darunter leiden. Und ich weiß, dass Carsten Stahl, was dieses Thema angeht, dafür vor allem bekannt ist. Wenn er Interesse hat, falls er diese ganzen Informationen nicht hat, die ich habe, werde ich ihm auch schreiben. Falls er das nicht sehen sollte, könnt ihr ihn ja anschreiben oder ihm das alles zukommen lassen, dass er sich vielleicht bei mir meldet. Und dann werde ich zusammen auf jeden Fall mit ihm was dagegen unternehmen, weil das, was ich sehe, Digga, das ist echt, also wir nähern uns echt dem Weltuntergang. Also das ist meiner Meinung nach der Weltuntergang. Ohne Spaß. Also Habibis, ich küsse eure Herzen. Ihr müsst mich auch nicht voll spammen in den DMs, ja, weil ich bekomme immer wieder dieselbe Nachricht, dieselbe Story zugeschickt. Während ihr das euch anguckt und mir schickt, habe ich das alles schon auch bekommen, okay? Trotzdem danke für die ganze Information. Bleibt gesund, haltet euch von falschen Kreisen fern, von solchen Menschen, die irgendwelche Substanzen schon in diesem Alter nehmen. Ihr wisst, ich bin ein absoluter Feind davon, wenn man in diesen jungen Jahren irgendwelche Substanzen nimmt. Und deswegen Finger weg davon. Beschäftigt euch mit Sport, ja, mit Leuten, die sauber im Kopf sind, auch wenn euch mal ab und zu langweilig ist. Besser langweilig anstatt so.